Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir mal einen ganz leckeren Glühwein. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir brauchen eine Orange, dazu eine Limette oder Zitrone, dann ein Messbecher, zwei Messbecher Wasser, das habe ich ein bisschen umgefüllt, dann ein Messbecher Rum, nehmt vielleicht kein deutscher Rum, holt euch so ein Brugal oder Barcello. Ich habe halt jetzt dieser brasilianische Rum genommen, ich habe ja Familie dort und dann habe ich sowas auch immer da. Was wir jetzt noch brauchen, das sind 50 Gramm Zucker, ein Teelöffel Nelkenpulver gemahlen und hier habe ich dann jetzt noch ein Viertel Teelöffel Zimt. Ja, das ist dann jetzt schon alles, was man brauche. Und halt unser Rotwein, spanischer Rotwein habe ich genommen, so ein 3/4 Liter. Und das mache ich jetzt im MC oder Thermomix. Wie ich das jetzt mache, zeige ich euch jetzt. So, wir geben jetzt unsere Zitrone hier rein und unsere Orange. Dazu unsere zwei Messbecher kaltes Wasser. Wir schließen den Topf. Wir gehen jetzt auf Stufe 8, Geschwindigkeit 8 und 5 Sekunden. Start. So, so sieht es mal schon aus. So, jetzt geht ihr hin, nehmt euer Saftsieb. Ich habe jetzt das vom Thermomix genommen und das wird jetzt ausgesiebt. Dass man nur die Flüssigkeit kriege. Gleich noch ein bisschen ausdrücke. So, jetzt habt ihr schon euren Saft. Das Ausgesiebte geben wir jetzt wieder zurück in den Topf rein. Dazu kommen unsere restlichen Zutaten. Unser Rum, unser Rotwein. Dann unser Zucker, 50 Gramm, unsere Nelken, ein Viertel Teelöffel und ein Viertel Teelöffel Zimt. So, wir schließen den Topf. So, wir stellen jetzt ein 10 Minuten. Grad. So 100 Grad und auf Stufe 1 und Start. Das meinst du gerade, wer ist am Weihnachtsmarkt? Oh, jetzt ist schon fertig. Boah, riecht das klasse. Mama mia. So, da gucken wir mal, wie unser Glühwein geworden ist. Ist natürlich jetzt heiß wie ein Sau. So, das wollen wir ja jetzt mal auch probieren. Auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ist jetzt noch ziemlich heiß, aber probier's mal. So, das reicht ja mal auch zum Probieren. Ich probiere das mal. Ach, also Leute, macht's nach. Der ist besser wie jeder Glühwein, den ihr auf dem Markt kriegt. Einfach nur Hammer. Oh. Da muss ich gleich nochmal nachschenken. Also wirklich. Boah. Hammermäßig, wirklich. Hammerlecker. Geht hin, nimmt so ein Brugal oder Barcello. Da kriegt ihr im Edeka mittlerweile. Oder halt bei eBay steigern. Kostet ungefähr 10, 12 Euro die Flaschen. Deutscher Rum, würde ich sagen, das passt nicht so. Jedenfalls, es schmeckt wirklich hammerlecker. Tolles Rezept, einfaches Rezept. Sehr, sehr klasse. Also echt ganz klasse Sache. Das lädt einen zum Mehr trinken noch. Super. Abonnieren nicht vergessen.
Okay, dann ich muss nochmal probieren und ich sag mal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Tschüss. Ciao, ciao. Oh. Boah. Mein lieber Freund Herr Gesangsverein. Schmeckt wirklich klasse.